So, Freunde, ich sag mal herzlich willkommen hier bei Robert Götz Matuszewski, direkt in den heiligen Hallen des Bundestages. Ja, neuer Tag, neues Glück. Ich habe wieder ein Potpourri toller, guter Nachrichten für euch. Zunächst einmal die Information, ich bin hier der Facility Manager, nicht der Hausmeister. Hausmeister ist Bruno Pete, der ist unten im Keller, der schläft da noch und der grüßt euch. Und ich bin dafür da, euch die Welt schön zu reden, bunt auszumalen aus dem besten Bundland aller Zeiten. So, ich bin gegen Verschwörungstheoretiker und für Ignoranzpraktiker und ich bin auf dem linken Weg und das möchte ich auch, dass ihr das seid. Und ich fange heute mal mit einem Gruß an. Wir haben einen Zuschauer und zwar Jonas. Jonas wird heute 37, ist im Dezember Papa geworden. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Jonas. Und du hast eine ganz liebe Freundin, nämlich die Elena. Und die hat mich gebeten, dich zu grüßen. Ist hiermit geschehen. Bleib gesund, munter, voller Tatkraft, Schaffenskraft und bleib optimistisch. Und lass dich heute feiern. So, jetzt geht's los mit guten Nachrichten. Ja, der Wladimir Putin, der wollte ja eigentlich zur Beerdigung von der Queen. Aber da hat man gesagt, du kommst hier nicht rein, wir wollen dich nicht. Ja, wir wollen dich nicht. Aber stellvertretend für Wladimir Putin ist da ein Aktivistmann Matteo hingefahren, ja. Und stellvertretend für Putin ist er auch verhaftet worden. Ja, Matteo mal wieder im Gefängnis gewesen, ja. Er sammelt ja so ein bisschen die Festnahmen. Er hat da so eine kleine Kollektion. Das gute Dutzend dürfte jetzt voll sein. Er geht jetzt international. Matteo, Aktivistmann, Grüße gehen raus. Hat sich gedacht, also jetzt in Deutschland festgenommen zu werden, ist langweilig. Ich steigere mich jetzt, ich mache das jetzt in London. Schön. Spricht auch für die Demokratie in London, dass so die Pressemitarbeiter festgenommen werden. Finde ich ja gut. Das ist linkisch, linkstaatig und zivilcouragig. Ja, bei Herrn Putin wäre er nicht wieder rausgekommen. Den Aktivistmann, den hat man dann nach gut 10 Stunden wieder rausgesetzt. Jo. Ja, Freunde, und ansonsten hat die Bundesnetzagentur gesagt, also wir wissen nicht, wie der Winter wird. Wir können nicht sagen, ob Gas reicht oder nicht. Und der Robert Habeck, guter Mann, hat gesagt, ja, also ich hoffe auf einen milden Winter. Ja, böse Zungen sagen, naja, da kann man viel hoffen. Ja, also hoffen, das sind so Worte. Ja, wir hatten ja schon viele sehr, sehr kalte Winter. Also zum Beispiel Januar 87 minus 22 Grad, ja. 96, 97 hatten wir minus 20 Grad über viele Tage, fast schon Wochen, ja. Dann nochmal der Januar 2012, außerordentlich kalt, ja. Wir hatten schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr, sehr kalte Winter. Und jetzt haben wir gerade mal Mitte, Ende September und es könnte also im November, Dezember, im Januar oder gar im Februar richtig kalt werden. Und dann haben wir ein Problem. Chef der Bundesnetzagentur hat auch schon gewettert, hier, ja, apropos Wetter, 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 ja, hier, die Deutschen und Deutschinnen verbrauchen immer noch zu viel Gas und böse Zungen sagen, Moment mal, also A, hatten wir jetzt einen langen, sehr warmen Sommer, da hat keiner Gas verbraucht und B, traut sich jetzt überhaupt gar keiner, überhaupt nicht die Heizung anzumachen, fragt warum bei euch in der näheren Umkreis, keiner macht die Heizung an, die Leute sagen, ich heiz mal lieber nicht, so, also, aber ist egal. Man kann ja schon mal prophylaktisch schimpfen, finde ich ja schon mal sowieso linkisch, linkstaatlich und zivilcouragelich. Ich möchte aber prophylaktisch Danke sagen und zwar Susanne Späth, vielen herzlichen Dank. So, und ja, den Gruß habe ich ausgerichtet, wie sich das gehört. Und jetzt geht's weiter. Hier, der erste FDP-Kreisverband bricht mit der Ampelregierung. In einer Art Brandbrief heißt es auf der Webseite des FDP-Kreisverbands Stralsund. Der Kreisverband Stralsund distanziert sich von der derzeitigen Regierungsarbeit der Ampelkoalition und setzt sich für eine Rückkehr zu den liberalen Werten ein. Paar Freunde, was ist denn da los? Ja, das sind alles rechtsstaatliche da bei der FDP in Stralsund. Gefällt mir überhaupt nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Dann habe ich hier jemand, der ist gestorben nach einer, darüber berichte ich aber lieber auf YouTube. Und Luisa Neubauer lässt das Konto von Autor Perici um 10.000 Euro pfänden. Er hatte sich verbal ein wenig vergriffen, musste daraufhin eine Strafe zahlen, hat sie nicht gezahlt und Luisa Neubauer, übrigens Töchterchen von Remsma, also nagt schon ziemlich am Hungertuch, Remsma Zigaretten. Und ja, Remsma hat ja vor gut 80 Jahren sehr gut verdient, ja, mit den Zigaretten für die Front, ja. Wollte ich nur mal so sagen, ja, also da erbt sich's doch mit gutem Gewissen. So, und jedenfalls dieses Remsma Töchterchen, Luisa Neubauer, hat jetzt 10.000 Euro pfänden lassen. Finde ich gut, ich find's gut und Andreas S. schreibt, wir brauchen keinen digitalen Euro, wir haben den digitalen Chronisten. Grüße gehen raus. Grüße gehen auch an Badewannenverleih und an Gary51. So, es mangelt nicht an Medien- und Nachrichtenseiten. Überall im Westen gibt es unzählige verschiedene Publikationen.
Der Bürger hat dadurch den Eindruck, dass es eine Vielfalt bei den Medien gibt. Was heißt denn Eindruck? Das ist doch so. Zum Beispiel, weil er aus mehreren Tageszeitungen auswählen kann. Dumm nur, dass alles nur von ganz wenigen ausgesuchten Nachrichtenagenturen bzw. Firmen kommt. Ja, mein Gott, okay, ja, das ist eine gewisse, ja, das hat sich so verdichtet. Da gibt es halt eine kleine Handvoll oder weniger Firmen, die sich Nachrichtenagenturen nennen und die die Nachrichten verbreiten. Freunde, aber das ist doch gut. Das ist doch auch CO2-sparend. Ja, also bitte, apropos CO2-sparend, die Berliner Feuerwehr kriegt endlich neue Feuerwehrautos. Einige sind ja noch seit den 1970er Jahren hier im Einsatz in Berlin. Ja, da sind da manchmal auch einfach mal die Leitern zu kurz und die Leute müssen halt oben verbrennen. Okay, walla walla. Inshallah, kann schon mal passieren, aber wir müssen ja sparen. Aber jetzt nicht. Jetzt kommen die neuen Elektro-Einsatzfahrzeuge. Die können 90 Minuten betrieben werden. Ja, gut. Ja, Berlin ist groß. Da darf das Ding auf keinen Fall irgendwie eine längere Strecke zurücklegen und auch nicht länger im Einsatz sein. Wird schon gut gehen. So, und an der Großhandelsbörse für Gas fallen die Preise und das, obwohl Nord Stream 2 erst 1 jetzt auch kein Gas mehr liefert. 40% in 2 Wochen weniger kostet das Gas am Großhandelsmarkt. So, und Fokus Wahrheitsmanufaktur erklärt uns auch warum. Es liegt daran, dass wir A, viel Gas eingelagert haben. Gut, böse Zungen sagen, das wiederum liegt daran, dass die Industrie weniger Gas verbraucht, wir also einlagern konnten, nicht weil wir so sparsam waren. Und dann sagt Fokus auch noch, das ist halt einfach mal, der Gaspreis sinkt, weil das Vertrauen in die Regierung so groß ist, sinngemäß. Schön. Ratingagentur, russische Wirtschaft erst 2030 auf Vorkriegsniveau. So, böse Zungen schreiben, ja, ja. Bundesdeutsche Wirtschaft 2024 auf Nachkriegsniveau. So, so. Der Cheruska, Grüße gehen raus. Und Rob Faderful, danke für deinen lieben Kommentar. Und dann grüße ich auch noch Terrorized Germany und ich grüße, ein letzter Gruß geht an Michael Queck. So, na gut, okay, Martina Brüst, du seist gegrüßt. Jetzt geht's weiter. Vorhersagen zu einem möglichen Gasnotstand im Winter sind nach Einschätzung von Bundesnetzagenturchef Müller nicht möglich. Wir dürfen erst über einen Gasmangel Bescheid wissen, wenn er nicht mehr aufzuhalten ist. Blödsinn, er weiß es einfach nicht. Ja, jetzt lass doch mal, er ist doch immerhin nur der Bundesnetzagenturchef. Ja, woher soll er es wissen? Ja, also bitte. Man geht einfach vom schlimmsten Fall aus und dann ist man gut vorbereitet. Nein, man geht einfach davon aus, dass alles schon gut geht und dann könnte es klappen oder auch nicht, ja. Rumänischer Ex-Außenminister, die Ukraine ist ein... Oh, das kann ich hier nicht vorlesen. Das mache ich auf YouTube. CDU-Landrat Walter schreit auf. Ukrainer werden... Das kann ich hier nicht vorlesen. Das mache ich auf YouTube. Ich grüße mal lieber Y-Trebel, euer T und Rainer Hohn. Und hier, vor einer Woche verschärft die Regierung Pandemieregeln und jetzt hocken sie im Bierzelt. Ich werde als Lehrer keine Maske mehr tragen. Ein Kind dazu aufgefordert habe ich eh nie. Aber wenn nochmal Maskenpflicht kommt in der Schule, projiziere ich das Bild der trinkenden Politiker vom Oktoberfest an die Tafel. Freunde, das gefällt mir überhaupt nicht. Und ebenso wenig gefällt es mir, dass hier die FDP kündigt an, dass sie sich jetzt hier gegen die Ampelentscheidung stellen möchte, ja, Stichwort Atomkraftwerke abschalten. Und da fordert die Beatrix von Storch jetzt die FDP auf, die Ampelregierung zu verlassen. Freunde, das wird die FDP nie machen. Freunde, ich wollte euch mal gut zeigen, wie toll die Grünen sind, ja. Gut im Saft hier, das sind sie, die Grünen, das ist die Elite, das ist die Hoffnung und Zukunft unseres Landes. Gefällt mir sehr gut. Und angeblich sollten in der Ukraine 95% der Hilfsgüter versickern. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Und mittelständische Unternehmer in der CSU werfen Wirtschaftsminister Robert Habeck vor, tatenlos bei der Wohlstandsvernichtung zuzusehen. Stimmt doch überhaupt nicht, er ist doch nicht tatenlos. Freunde, es gefällt mir nicht. Hört auf, diesen guten Mann zu verunglimpfen. Der macht viel, ja. Der redet, ja, und redet, ja, und er redet, ja. Also Freunde, dann hier. Wer mit Russland Handel treibt, macht sich noch lange nicht zum Komplizen des Ukraine-Krieges. Denn wenn das so wäre, wären wir ja Komplizen unglaublich vieler Kriege auf dieser Welt. Und ich bin diese doppelten Maßstäbe wirklich leid. Und ich bin auch die Dummköpfe leid, die Frage, wem nützt es, nicht mehr stellen. Sarah Wagenknecht. Frau Wagenknecht, ich sage nur eins, schwören Sie ab. So, hier Welt. Wahrheitsmanufaktur berichtet live vor Ort, der Mann setzt sich wirklich den größten Gefahren aus. Im Hintergrund ist gerade ein Baudübel eingeschlagen, ja, so, eine Rakete eingeschlagen, ja. Seht ihr mal, was die Leute für Risiken eingehen, ja. Gut, okay, da hinten sind noch Frauen beim Einkaufen, aber ist egal.
Die Ukraine wird diesen Krieg verlieren, wenn sie ihre wirtschaftliche Lage nicht verbessern kann, warnen Forschende. Forschende, also heißt nicht mehr Forscher, es sind jetzt Forschende. Gut, okay. Daher schlagen sie zahlreiche Reformen vor, die den Zusammenbruch verhindern sollen. Freunde, ich bin dafür, wir geben der Ukraine einfach mehr Geld und Waffen. Guck mal, was Schönes zwischendurch. Juhu, ist das nicht niedlich? So. So, dann sagt der Chef der Strahlen- und chemischen biologischen Verteidigungsgruppe der Streitkräfte der Russischen Föderation etwas, was ich hier nicht vorlesen kann. Die SPD-Jugend will tatsächlich bestimmte Filme im Fernsehen zeigen. Ich will das jetzt nicht aussprechen. Ja, wirklich wahr. Ja, warum nicht? Horrende Heizkosten, Empörung in Ingolstädter Einkaufszentrum. Da gab es eine kleine Nachzahlung und zwar ein Fitnessstudio muss jetzt 1,5 Millionen Euro nachzahlen, weil der Vermieter hatte einfach mal 20 Jahre lang einen Heizkostenposten vergessen. Ja, betrifft auch einen Schuster und noch andere Geschäfte, die müssen nachzahlen. Da gibt es wohl angeblich auch keine Verjährung, aber egal. So. Jetzt geraten schon Beamte des Habeck-Ministeriums ins Visier des Verfassungsschutzes, weil sie offen ihre Fachmeinung kundtun. Von einem Bild der Verunsicherung in Habecks Ministerium berichtet das Handelsblatt. Offenbar reiche inzwischen eine fundierte, abweichende Einschätzung der Lage aus, damit die Hausspitze den Verfassungsschutz einschaltet. Also, wenn man beim Wirtschaftsministerium arbeitet und sagt, könnte schief gehen, könnte kalt werden im Winter und Gas könnte nicht reichen, dann kommt der Verfassungsschutz. Finde ich gut, gefällt mir. Auch schön. Ha, heute mal so eine kleine Tierbildserie. Ist doch niedlich, oder? Ach, ist das niedlich. So, hier, dann hier 21.09. 18 Uhr Erfurt, 18 Uhr Demo. Gefällt mir nicht. So, die Welt bestätigt die nächste Verschwörungstheorie. Bill Gates, nicht demokratisch legitimiert, aber faktisch politisch bestimmend. Was ist denn mit der Welt los, Freunde? Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Angeblich sind 84% für die Abschaffung der GEZ. Ja, schön, das sind so Zahlen. Wir sollten mal berichten, 16% ist es egal. Ja, beziehungsweise sind dagegen. Na, also denen ist es eher egal. So, und ja, kleine Schlappe für Karl Lauterbach. Er wollte eigentlich den Paragraph 34 des Infektionsgesetzes noch den Pestparagraphen aufnehmen, um die Kinder in der Schule ein bisschen mehr zu gängeln. Ist jetzt aber doch nicht durchgesetzt worden. Das ist schade. Stromkosten explodieren. E-Autos jetzt teurer als Benziner. Darüber berichtet Focus indirekt. Und jetzt kommt der Knaller des Tages und damit die letzte Nachricht. Karl Lauterbach. Um die Demokratie in Deutschland zu retten, ist es nach wie vor wichtig, die Impfpflicht durchzusetzen. Denn keine Impfpflicht bedeutet einen Sieg für die rechtsextreme AfD. Medizinische Gründe sind hier sekundär. Primär sind die politischen Gründe. Gut. Alles gesagt. Als kleiner Bonus noch. Star-Pianist aus ICE geschmissen, weil er an Bord während des Essens ohne Maske gegessen hat. Ja, der Schaffner habe dem Schaffner versucht zu erklären, dass er gerade esse und das schlecht mit Maske tun könne. Doch die Bahnbediensteten schmissen Franz raus. Also Star-Pianist Franz wurde aus der Bahn geschmissen. Ja, er hätte einfach aufs Oktoberfest gehen können. Da hätte er ohne Maske Bier trinken, feiern, lachen, tanzen und jubeln können. Aber in der Bahn geht das halt nicht. Es kann so einfach sein, Freunde, oder? Aber die Nachricht davor mit dem Karl Lauterbach? Freunde, ein lieber Gruß von Kevin, von Jerome und meiner lieben Frau Martina. Bruno hat ja schon gegrüßt. Wir machen jetzt trotzdem einfach munter weiter. Ich habe heute noch einige missliche Dinge hier zu regeln im Bundestag. Bis dahin bleiben wir standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Und Freunde, wenn ihr Lust habt, gebt mir einen Daumen hoch, teilt dieses Video und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich über euer Abo. Schreibt was Schönes runter, ich lese eure Kommentare und wenn ihr meine Arbeit wertschätzt, danke ich euch von Herzen für eure kleine oder große Unterstützung. Ich hänge mal PayPal und Konto hier runter. Danke, danke, danke. Und jetzt kommt das Wichtigste überhaupt. Ich, Robert Götz, Matuszewski, befrage jetzt das oben, ob alles gut wird. Herr Pressli, wenn alles gut wird, spricht er zu uns. Na also, wie aus der Dingens geschossen. Ja. Alles gut. Freunde, es wird alles gut. Ich hab euch lieb. Macht's gut. Tschüss, Freunde. Gut, 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 gut. I'm knarring out of the video.